Ja, liebe Freunde, mein Name ist Matthias Möller. Ich bin Coach in Augsburg und meine Aufgabe ist es, sowohl in Seminaren für Industrienfirmen, an der Volkshochschule etc., aber auch Einzelmenschen im Coaching zu helfen, mit dem Alltag besser fertig zu werden, Probleme zu lösen, egal in welchem Bereich, oder sich selber Ziele zu stecken, die sie dann aber auch erreichen. Und meine heutige kleines Video will Ihnen einen praktischen Tipp geben. Ja, wir alle wissen, dass Übung den Meister macht. Das gilt nicht nur natürlich fürs Sportstudio, fürs Joggen, für Schachspielen, sondern es gilt auch, wie wir mit unserem Gehirn umgehen. Man kann sagen, es gibt Menschen, die ihr Gehirn gezielt benutzen und es gibt Menschen, die sich von Programmen, die sie irgendwann im Leben angesammelt haben, durchs Leben treiben lassen. Und da ist es wichtig, dass man immer wieder gerade in stressigen Situationen sein Bewusstsein ausrichtet und gewissermaßen wie ein Rennfahrer, der während einer Rennstrecke an bestimmten Punkten einen Boxenstopp macht, für sich selber einen Boxenstopp bewusst einlegt. Und das ist wichtig, sich dann auf etwas Positives auszurichten und wirklich 3 Minuten oder 2 Minuten sich ganz dieser Ausrichtung, Intentionalität, nennt der Philosoph Martin Buber das, in diese Intentionalität, in diese Absicht, in diese Ausrichtung hineingehen. Und wie macht man das? Nehmen Sie sich zum Beispiel, Sie haben gerade eine stressige Herausforderung, Sie haben schon mehrere anstrengende Telefonate hintereinander, dann ganz, ganz kurz sich auf einen schönen Gegenstand, auf ein schönes Symbol, auf eine schöne Landschaft zum Beispiel besinnen und ausrichten und sich dabei mit dem ganzen Bewusstsein klar machen, wie fühlt sich das jetzt an, wenn Sie sich in diesen Gegenstand gewissermaßen inspirieren lassen, wenn Sie diesen Gegenstand anschauen und wenn Sie diesen Gegenstand bewusst ganzheitlich wahrnehmen. Das ist schon eine kleine Form sozusagen der Meditation und wenn man dann geübt ist, kann man das auch rein geistig machen. Man kann sich dann auf eine Landschaft, auf ein Bild, auf einen inspirierenden Gegenstand besinnen. Solche Gegenstände können eine Kerze sein, es können ein Landschaftsbild sein. Wir wissen von Gehirnstrommessungen, dass Wasserfallbilder, deshalb findet man die oft in chinesischen Läden oder Restaurants eine besonders intensive Wirkung auf unser Gehirn haben. Es kann das Gesicht eines meditierenden Mönchs aus Asien sein oder es kann auch ein Bild sein, das aus ihrer eigenen Vergangenheit oder stammt. Und wichtig ist nur wirklich, dass Sie sich ganz kurz Zeit nehmen und ganz auf dieses Bild einlassen und sich von dort inspirieren lassen, wenn Sie es sehen. Und auch was für Gefühle das bei Ihnen in Ihrem Körper auslöst. Und dann können Sie wieder an Ihre Aufgaben gestärkt rangehen. Wichtig ist, dass man sowas auch trainiert, dass man nicht gleich aufgibt, wenn es der erste Versuch scheitert. Natürlich ist das, wenn man dann schon im Burnout ist, keine langfristige Hilfe, aber es kann so etwas wie Forschung nachgewiesen haben, systematisch verhindern, weil im Grunde machen Menschen in der Regel, die nicht so den Stress erliegen, etwas unbewusst Ähnliches, was sie bewusst machen können, um selber etwas Gutes für sich zu erreichen und zu erzielen. Gehen Sie in die Übung. Ein Gramm Praxis ist wertvoller als eine Tonne Theorie. Ich wünsche Ihnen damit viel Erfolg und ich werde demnächst wieder einen kleinen Tipp geben. Das soll heute etwas in Richtung Entspannung sein. Wir werden dann auch etwas in Richtung mentale Stärkung, wie man positive Spannung im Körperaufbau macht, in einigen der nächsten Videos ansprechen. Für heute alles Gute und bis zu meinem nächsten Video. Ihnen viel Erfolg und vor allen Dingen viel Ruhe und Ausgeglichenheit.